So, hallo Leute, willkommen zurück zu einer neuen Folge UFC 3 Karrieremodus. Wir haben in der letzten Folge unseren Kämpfer erstellt, haben den ersten Kampf gewonnen und es geht direkt weiter. Der nächste Kampf. So, Kampfangebot, dann schauen wir direkt mal nach. Wir sind ja hier jetzt erstmal am Beginn unserer Karriere. Das heißt, wir müssen natürlich auch erstmal so ein bisschen Fähigkeitspunkte noch sammeln und ein bisschen aufleveln. So, Hype ist sehr niedrig. 3 Wochen Zeit, 3 Wochen Trainingsdauer und das ist nicht viel. So, wen haben wir denn hier? Die unterscheiden sich nicht. Dann würde ich sagen, komm, nehmen wir erstmal den schlechtesten hier. Er hat zumindest noch keine Niederlage. Den nehmen wir doch mal. Kampf annehmen, jawohl. Training festlegen. So, mein Keller-Gym haben wir hier. Können wir uns schon was anderes leisten? Oh ja. Das können wir uns auch schon leisten. Gym-Stil, Boxer-Gym. Das gefällt mir an sich schon am besten. Sollen wir das mal nehmen? Ja. Bisschen an unseren Punches erstmal arbeiten. So, Trainingsplan festlegen. Anstehende Kampf. So, 100 Wochenpunkte haben wir zur Verfügung. Die können wir jetzt einsetzen. Lernen, Eigenwerbung. Ich denke, hat jetzt in der unteren Liga noch nicht so viel Sinn. Huh? Sparring. Gucken wir mal. Ich würde sagen, wir trainieren, lernen. So. Rope-a-dope, verbessert. Genauigkeit, Kinnstärke, Striking, Ausdauer. Gesundheit. Ja, nehmen wir das mal. So, mäßige Fitness, okay. Weiter geht's. 80 haben wir noch. Dann würde ich sagen, machen wir noch einmal Lernen, einmal Sparring. So, was können wir denn lernen hier? Du hast 25 Sekunden Zeit, 20 Punches gegen deinen Trainingspartner zu lernen. Das sollte möglich sein. Will ich mal deine Schlagpräzision sehen? Hol dir eine möglichst hohe Erfolgsquote. Machen wir doch jetzt. Schön, weiter so. So reicht das noch nicht. Bleib dran. Ja, super, weiter so. Gute Präzision. Toll, wie präzise du bist. So, Jab haben wir. Stufe 3 erreicht. Superman Punch Stufe 2. Und neue Vorzüge erhalten. Kopftreffer Stufe 3. Das ist doch nicht schlecht. Techniken einsetzen. Ah, es ist ja schon markiert. Gut, dann brauchen wir nicht selber nachschauen. So, dann machen wir hier mal Stufe 3. Für den Jab auf den Körper. Hatten wir sonst noch was hier? Ja, genau. Der Superman Punch. Ist zwar nicht so effektiv, aber sieht cool aus, finde ich. So, das war's aber. Ja. Vorzüge. Grappling haben wir noch nichts, aber Striking. So, nehmen wir da mal hier die Kopftreffer. Hm? Erhöhter Schaden durch Roundhouse-Kicks zum Kopf. Ja, das ist ja unsere Spezialität.
So, weiter. So, dann schauen wir uns mal an jetzt, wie das Sparring hier ist. Trainiere in deinem Gym gegen einen Trainingspartner, der den Kampfstil deines nächsten Gegners kopiert. Unfassbare Overhands. Dieser Kämpfer verfügt über vernichtende Overhand-Punches. Stell dich darauf ein, dass er die jederzeit landen möchte. Overhands kannst du mit einem Jab oder einer Geraden kontern oder bleibe mit Kicks aus der gegnerischen Punch-Reichweite. So, im Sparring kannst du mit Trainingspartnern trainieren, die den Kampfstil deines nächsten Gegners simulieren. Mit dem Abschluss des Sparrings wird ein Erfolgsrezept freigeschaltet, aber achte auf deine Verteidigung. Wenn du zu viel einstecken musst, sinkt deine Fitness. Sehr schöner Block! Genau so will ich das sehen! Toller Block! Klasse Blocks! Ja, ein bisschen zurück und dann mit Kicks auf Distanz halten. Ja, steigert aber noch nicht so die Fitness. Ne? Sehr gut abgeblockt! Guter Block! Also den müssen wir hier nur blocken, wenn ich das richtig sehe. Toller Block! Na immerhin, 97% Top-Fitness. Dein Gegner hat große Angst vor Triangle Submissions. Bringen sie aus der Side-Control oder der Full-Guard? Ja gut, das ist jetzt nicht gerade meine Stärke. Vielleicht reichen ja auch unsere Schläge. So, was haben wir? Bonus aus dem letzten Kampfergebnis und Gegnerqualitätsbonus. Dann mal weiter zum Kampf. So, 5 Jahre älter ist er, aber Reichweitenvorteile bei uns. So. Oh, ja, stimmt, genau der Schlag, den wir vom Sparring kennen. Also, dritten Konter. Ach, zu lang gedauert, da war er doch angeschlagen. Komm, setz nach. Wir müssen hier auf diese Kopftreffer aufpassen. Ja, wir sind zu nah in der Distanz. Komm, weg. Ein bisschen weg. Distanz halten. Ein bisschen mit dem Jab vielleicht auch, die Distanz. Ich will nicht auf den Boden. Thank you.
lassen. Und Uppercut hinterher. Jawohl. Zweiter Kampf, zweiter Sieg. Und wieder durch K.O. Sehr, sehr schön. Du haariges Tier. So, Vertragsziel haben wir damit auch schon zur Hälfte erreicht. Ja, danke Leute für die Glückwünsche. Vielen Dank. So, anstehender Kampf. Ich würde sagen, das ging recht fix. Dann machen wir doch direkt noch einen. So, hier können wir gar nicht mehr auswählen. Hier können wir nur diesen annehmen. Oh, der hat 11 Siege, noch keine Niederlage. Aber, wenn ich das richtig sehe, soll uns nirgendwo überlegen hier. Gut. So, Training würde ich sagen, machen wir das gleiche wie vor diesem letzten Kampf hier. Bisschen Training, bisschen Sparring und noch was Neues lernen. Huh? Todd Green. Hey, Wufu Fighter, das war super in der WFA. Dana White sieht sich mit Looking for a Fight nach Talenten um. Und zwar bei deinem nächsten Kampf. Zeig, was du kannst, dann kommst du auch in die UFC. Ja, das ist doch mal eine schöne Nachricht. So, wie antworten wir? Ich werde alles geben und alle überzeugen. Ja. Naturoptimistin. Trophäe erhalten. So, also wenn ich das richtig verstehe, nächsten Kampf gewinnen, dann geht's ab in die UFC. So, trainieren. Was machen wir? Ich würde wieder sagen, hier so 20 Wochenpunkte maximal. Das sieht nicht schlecht aus. Kopfbewegung, Beinarbeit, Striking, Ausdauer. Dann noch ein bisschen lernen. Man lernt ja nie aus. So, das haben wir gemacht. Gibt's noch was? Ja, lande 10 Punches innerhalb von 15 Sekunden. Das sollte doch auch machbar sein. Geht es um eine möglichst hohe Erfolgsquote bei den Punches. Also konzentrier dich und sei präzise. Sind wahr. Nein, mehr Einsatz! Toll, wie präzise du bist! Das hast du richtig gut gemacht. Finde ich auch. Super. So, neue Techniken erhalten. Haken zum Körper und der Lead-Ellbogenstoß. Und neuen Vorzug haben wir auch. Klarer Kurs. Okay. Dann noch schnell einsetzen hier. Wo ist es? Wo ist es? Da. Der Haken zum Körper. Haben wir jetzt auch schon Stufe 3. Nicht schlecht, war da noch was? Ja. Also mit R2 und ist der Ellbogenstoß. Den nehmen wir natürlich auch. So, die Vorzüge jetzt auch noch schnell hier. Wo ist das auch bei Striking? Huh? Nehmen wir Feld 2. Klarer Kurs. Thank you.
So, was haben wir noch? Ah, Sparring. Sparring müssen wir noch machen. Striker-Tendenzen. Vorsicht vor den Ellbogenschlägen. Dieser Kämpfer wird versuchen, die Distanz zu verkürzen, um seine Ellbogenschläge zu bringen. Also bleib auf Distanz. So, also jetzt einfach hier ein bisschen lang auf Distanz bleiben. Oder müssen wir auch wieder blocken? Ich denke mal, so ein bisschen blocken kann nicht schaden, oder? Irgendwie macht er gar nichts. Irgendwie macht er gar nichts. Ja, komm, komm, komm. Oh, oh, klasse zurück. Block! Ja, der Block war nicht schlecht. Wir sind da blöd reingelaufen. Schön ausgewichen, komm noch ein Punkt, jawohl. Top Fitness erreicht. 96%. Deine Fitness ist optimal. Okay. Geh in den Muay Thai Clinch, um ein paar Kniestöße zu landen. Damit holst du dir im Nu den K.O. Ja, Clinchen ist jetzt nicht so meine Stärke. So, ab zum Kampf jetzt. Wir wollen den Boss beeindrucken hier. Und ich hoffe, dann gibt es auch einen neuen Vertrag. So, es geht los. Hey, I'm UFC President Dana White. And we're always looking for up-and-coming talent to sign. Back in the day, I used to scout the world looking for new talent. But I haven't done that in years. I'm looking for the next Ronda Rousey, the next Robbie Lawler, the next Conor McGregor. I'm looking for future champions. And I'm willing to go to any show, anywhere in the world to find them. Super excited about the talent on tonight's card. A lot of tough fighters. Let's see who really wants their shot at the UFC. Dana, wir werden alles geben. This should be interesting. This will be a smoke show. Look at this. Look, over the top. Oh! Hier in den Chef zuguckt, wäre natürlich jetzt ein Knockout extrem wichtig. Ne? Also richtig Ausdauer nehmen wir ihm noch nicht weg hier. Viel zu weit weg. Wir landen kaum Treffer, wir landen kaum Treffer, das ist nicht gut, ja. Das ist gut, komm, komm, komm. Positionswechsel, ja, wollen wir alles machen.
They got it up. He's doing all right, though. Das hat mich so nicht. Das habe ich mir ganz anders vorgestellt. Das sieht alles noch nicht richtig gut aus. Hier. Jetzt haben wir einen Zimmer. Geh ran. Den ersten Niederschlag verpasst, das gibt's doch nicht. Oh, keine Ausdauer, zurück, zurück, zurück. Look at this, look at this, look at this, it's on! Look at this! Komm aus der Ecke raus, komm raus, komm raus. Aber setz nach. Ja, Gott sei Dank, der erste Niederschlag. Das war wichtig. Oh, unsere Ausdauer könnte zum Problem werden. Das sieht nicht gut aus. Beautiful man! Schwierig. Erste Runde. Wer hat sie gewonnen? Ich kann es nicht sagen. You never know. This might be a potential guy. Jetzt ja nicht verlieren hier. Es geht um unseren Vertrag. Ziemlich viele aushalten. Ja, wir sind zu passiv, wir sind zu passiv. Da muss ich was ändern. Wieder nicht getroffen. Müssen wir jetzt auch mal hier auf den Körper ein bisschen gehen. Hm? Jetzt stellen wir richtig. Oh, look at this! Look at this! Look at this! Watch. Und laufe in den Konter rein. Uppercut hinterher. Nochmal. Jawohl. Sieg. Das müsste doch der Vertrag jetzt sein, hä? Für die UFC. Erste optionale Ziel nicht erreicht, das ist ein bisschen ärgerlich. Aber Leute, 2550 Follower haben wir schon. Kampf-Hypes sehr niedrig, ist auch nicht so gut. That kid has a lot of talent and a lot of potential. We're gonna do this. We're gonna give him a shot in the UFC. Das ist auch erfreulich.
Wir haben den Vertrag für die UFC. Charles Hunter hat uns geschrieben: Hey, Wufu Fighter, wir sehen uns in der WFA oder in der UFC. Merkt ihr mein Gesicht? Hashtag ich komme wieder. So, was sagen wir denn? Wäre ziemlich interessant, nochmal gegeneinander zu kämpfen. Hoffentlich schaffst du den Sprung zu den Großen. Sind wir hier arrogant? Na komm, machen wir hier. Hoffentlich schaffst du den Sprung zu den Großen. Vertrag erhalten. Wutflut Alcantara, Rookie, Kampfvertrag. Über 5 Kämpfe. Wir bekommen 13.000 für die Teilnahme, 10.000 für den Sieg. Ja, das nehmen wir doch. Trophäe auch. The American Dream. The American Dream. So, dann kann unser Weg zum GOAT-Status hier, zum Greatest of All Time, kann beginnen. Der erste Kampf in der UFC, Leute, den gibt es in der nächsten Folge. Ich bedanke mich fürs Zusehen, lasst einen Daumen nach oben da, ein Abo wäre super. Ansonsten habt eine gute Zeit. Ciao, bis zum nächsten Mal, Leute. Danke.